First, let me say a very good morning and a blessed Sabbath morning to each one of you. Zuerst möchte ich sagen guten Morgen und einen gesegneten Sabbat euch allen gewünscht. Let us begin by opening the Word of God to the Book of Hebrews. Wir fangen an und schlagen das Wort Gottes im Hebräerbuch auf. And we will begin in Hebrews chapter 8. Und wir fangen dort an im Kapitel 8. And in verse 8. Und auch dort Vers 8. Because finding fault with them, he says, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, dass ich über das Haus Israel und über das Haus Juda ein neues Testament, oder im Englischen heißt es, einen neuen Bund machen will. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand and led them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord. Nicht nach dem Testament oder Bund, den ich gemacht habe mit ihren Vätern an dem Tage, da ich ihre Hand ergriff, sie auszuführen aus Ägyptenland. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Testament oder Bund. So habe ich ihre auch nicht wollen achten, spricht der Herr. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God and they shall be my people. Denn das ist das Testament, das ich machen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. For those of you that were here yesterday evening, für die, die gestern Abend da waren, you will recognize that we're beginning exactly where we left off last night. Ihr werdet festgestellt haben, dass wir genau dort anfangen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Where we were talking about having the faith of Jesus. Wir sprachen davon, den Glauben Jesu zu haben. About taking on the mind and the character of Jesus. Darüber, wie wir den Sinn, den Geist Christi übernehmen können. And we finished with the question last night. Und wir beendeten gestern die Stunde mit der Frage. How is it possible that we can overcome by faith? Wie ist es möglich, durch den Glauben zu überwinden? This is perhaps one of the most important questions that any Christian will face. Das ist die wichtigste Frage, die jeder Christ sich ausgesetzt sieht. Many of us nowadays recognize that we are living in the last days. Viele von uns erkennen, dass wir in der letzten Zeit leben. When we look at the amount of prophecy in the Bible which has been fulfilled. Wenn wir die Menge an Prophezeiungen betrachten, die in Erfüllung gehen, there's very little left to be fulfilled. Dann sehen wir, dass eigentlich nur noch sehr wenig in Erfüllung gehen muss. And within the Bible there were certain messages that were given to God's people at the last days. Und in der Bibel gibt es besondere Botschaften, die gerade für das Volk Gottes in der Endzeit gegeben war. At the beginning of the book of Revelation. Am Anfang des Buches der Offenbarung. As we read the first two chapters of Revelation. Wenn wir dort die ersten beiden Kapitel lesen. There is a description of God's church running down through the modern ages. Sehen wir dort eine Beschreibung der Gemeinde Gottes bis in die heutige Zeit. And as we come down into chapter 3. Und wenn wir dann ins Kapitel 3 übergehen. From verse 14 onwards. Von Vers 14 weiter. Here is a message that is written to God's church at the last days. Finden wir dort die Botschaft, die für die Gemeinde in der heutigen Zeit geschrieben ist. It's an interesting message. Es ist eine interessante Botschaft. Chapter 3 and verse 15. Kapitel 3 Vers 15. Says, I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. That's a very serious statement. Das ist eine ernste Feststellung. It's not the kind of statement that
Christians would normally want to take to heart. Es ist nicht eine Feststellung, die Christen spontan zu Herzen nehmen wollten. It goes on to say, because you say I am rich, I have become wealthy and have need of nothing and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Es heißt dann weiter, du sprichst, ich bin reich, ich habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Is that a description that you would readily accept and say, that's a description of me? Ist das eine Beschreibung, die du gerne annehmen würdest und sagen, das passt genau auf mich zu? If we were to stop reading here, this would be a very negative message. Wenn wir hier mit dem Lesen aufhören würden, wäre das eine sehr negative Botschaft. But so far this is a message to wake people up. Aber soweit wie die Botschaft bis jetzt geht, ist es eine Botschaft, die Menschen aufweckt. To get them to look at themselves. Die sie dazu bringt, sich selbst zu betrachten. But now here comes the advice from Christ. Und jetzt kommt der Rat Christi. I counsel you to buy from me gold refined in the fire that you may be rich and white garments that you may be clothed that the shame of your nakedness may not be revealed and anoint your eyes with eye salve that you may see. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Now here is the advice to God's people of how to overcome. Und hier ist jetzt der Rat zu finden an Gottes Volk, wie es überwinden soll. This is telling us what we need to do to be commandment keepers, to have the faith of Jesus. Das zeigt uns, wie wir die Gebote halten können, wie wir den Glauben Jesu haben können. Unfortunately, we have a problem with this verse. Unglücklicherweise entwickeln wir aber ein Problem mit diesem Text. It's written in symbolic language. Der Text ist in symbolischer Sprache geschrieben. The text is not telling us to go out and to gather gold together. Der Text sagt uns nicht jetzt hinauszugehen und Gold zu sammeln. It's not telling us that we should be walking around wearing white clothes. Der Text sagt uns nicht, dass wir jetzt weiße Kleider anziehen müssen und so umhergehen. There is a deeper, more spiritual meaning to this text. Es gibt eine tiefere, eine geistliche Bedeutung zu diesem Text. The problem that we have is understanding the deeper meaning. Das Problem, das wir haben, ist eben diese tiefere Meinung zu verstehen. We need to have a guide through the symbolic language. Wir brauchen also einen Führer in dieser symbolischen Sprache. We need to be able to use the Bible to explain itself. Wir haben die Bibel dazu nötig, um es zuzulassen, sich selbst zu erklären. And so what we're going to do this morning is to look through this verse using the Bible as the explanation. Wir möchten heute Morgen so vorgehen, dass wir die Bibel gebrauchen, um sich selbst hier erklären zu lassen. So let us begin by taking the verse part by part. Wir fangen jetzt also an, Stück nach Stück diesen Text zu analysieren. I counsel you to buy gold tried in the fire. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist. Now what does this mean? Was bedeutet das? Turn with me to 1 Peter. Schlagen wir mal 1. Petrus auf. Chapter 1. Und dort Kapitel 1. Beginning with verse 6. Und dort Vers 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbar
wird Jesus Christus. Here is a direct parallel. Hier gibt es eine direkte Parallele. Your faith is more precious than gold tried in the fire. Euer Glaube ist kostbarer als Gold, das mit Feuer durchläutert ist. And so the gold is faith. So sehen wir, dass Gold Glaube ist. We need to have faith. Wir brauchen diesen Glauben. Now how does faith work? Wie ist das nun mit dem Glauben? Wie funktioniert er? Let's look at Galatians chapter 5. Wir schauen in Galater 5 and verse 6. Und dort in Vers 6 nach. Where it says, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. To have faith, we have to have love. Um also Glauben zu haben, brauchen wir zuerst Liebe. And in the Bible we have a definition of what love is. Und in der Bibel gibt es eine Definition, was Liebe ist. Let's turn to Romans chapter 13. Wir schlagen dazu auf Römer 13. And verse 10. Und dort Vers 10. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Now notice how faith is associated with law. Wir sehen hier, wie der Glaube auch mit dem Gesetz in einem Zusammenhang steht. Love is the fulfillment of the law. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. And faith works through that love. Und der Glaube wirkt durch diese Liebe. Now we can look at a parable which will help us to understand this a little bit further. Wir schauen jetzt ein Gleichnis an, das unser Verständnis hier vertieft. Let's turn to Luke chapter 18. Wir schauen nach in Lukas 18. Beginning with verse 18 and going through to verse 30. Wir fangen an in Vers 18 und gehen dann weiter bis zum 30. Vers. Here is the story of the rich young ruler. Es ist die Geschichte des reichen Jünglings. I'm sure that most of you know this story. Ich bin sicher, dass ihr diese Geschichte kennt. There was a young man, a wealthy young man. Es ist hier ein reicher junger Mann. Who came to Jesus and he said, "What shall I do to inherit eternal life?" Und er kommt zu Jesus und sagt, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? And Jesus gave him a very simple answer. Und Jesus gibt ihm eine ganz einfache Antwort. He said, "Keep the commandments of God." Er sagt, halte die Gebote Gottes. And the young ruler responded and said, "All this I have done since I was a young man." Der junge Mann, der sagt, aber das habe ich alles getan, von Kindheit auf. But what else do I need to do? Aber sag mir, was muss ich sonst noch tun? Now here is a problem. Es ist ein Problem da. Here is somebody keeping the commandments of God from the time he was a child, yet he still is not assured by Christ. Dieser Mann hält die Gebote seitdem er ein Kind ist und trotzdem hat er keine Sicherheit. And Christ said to him, "Take all the riches that you have, sell them, give the money to the poor and come and follow me." Das Problem zeigt sich, als Jesus zu ihm sagt, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann komm und folge mir nach. And so as we read on, we see that the young man sold all the riches he had, gave the money to the poor and followed Jesus. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass der reiche junge Mann alles verkaufte, das den Armen verteilte und dann Jesus freudig nachfolgte. No, he didn't. Nein, das tat er nicht. We are told in the very next verse that when he heard this, he became sorrowful. Wir werden in dem nächsten Vers davon unterrichtet, dass als er dies hörte, wurde er traurig. Why? Because he was very rich. Warum?
weil sehr reich war. His heart's desire was somewhere else, other than being fixed on God. Der Wunsch, das Verlangen seines Herzens war irgendwo anders. Es war nicht auf Christus, auf Gott gesetzt. His love was for his riches. Seine Liebe gehörte seinem Reichtum. And so he was not able to fulfill the law. Und deshalb war nicht fähig, das Gesetz zu erfüllen. You know, it's very sad that we don't hear any more about this rich young ruler. Es ist traurig, dass wir nicht mehr über diesen reichen Jüngling hören. He just went away sorrowful. Ging einfach weg, war traurig, enttäuscht. He would rather have his riches than assurance of a place in the kingdom of God. Wollte lieber seine Reichtümer haben als die Sicherheit, einen Platz im himmlischen Königreich zu haben. Like many of us today, he was following the example of Proverbs chapter 14 and verse 12. Wie viele von uns folgte auch dem Beispiel, das aufgezeichnet ist in Sprüche 14 Vers 12. Where it says, there is a way that seemeth right to a man, but that way leads to death. Dort heißt es, es gefällt manchem ein Weg wohl, aber endlich bringt ihn zum Tode. You know, when the disciples saw what happened, als die Jünger beobachteten, was geschah, they were very saddened by what they saw. Wurden sie sehr traurig. They also had been affected by the same teachings we talked about last night. Sie waren nämlich auch durch dieselben Lehren beeinflusst worden, über die wir gestern Abend gesprochen haben. They thought because the ruler was rich, sie dachten, weil dieser junge Mann reich ist, this was a sign that he was leading a good life, that he was blessed by God. Sollte das bedeuten, dass ein gutes Leben führte unter dem offenbaren Segen Gottes? He must be doing good because all these good things have come to him. Musste Gutes getan haben, denn bekam so viel Gutes. And perhaps the rich young ruler himself also thought that he was perfect. Und vielleicht dachte auch dieser junge Mann, dass vollkommen war. But he was lacking in one thing. Aber es fehlte ihm eines. He needed the love of God in his heart. Hatte die Liebe Gottes in seinem Herzen nötig. What does it mean to have the love of God in your heart? Was bedeutet es, die Liebe Gottes im Herzen zu haben? Let's turn to 1 John chapter 3. Wir lesen im ersten Johannesbrief, dort im dritten Kapitel. And here we read in verses 16 through to 18. Und dort lesen wir in den Versen 16 bis 18. It says, by this we know love. Dort heißt es, daran haben wir erkannt die Liebe. Because he laid down his life for us. Dass sein Leben für uns gelassen hat. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Meine Kindlein, lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. You know, John chapter 13 and verse 35 makes a very plain statement. In Johannes 13, Vers 35 gibt es eine sehr klare Aussage. It says, by this you will know if you are my disciples, if you have love one for another. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. It's a big question. Hier ist eine große Frage. It's very easy for us to have love for ourselves. Es ist sehr einfach, uns selbst zu lieben. But do we have love for one another? Aber lieben wir einander? And how can we know if we have this love? Wie können wir jetzt wissen, ob wir diese Liebe haben? You know, it's a lovely, wonderful thing that the Bible leaves nothing for chance.
Es ist eine wunderbare Sache, dass die Bibel nichts dem Zufall überlässt. And so we find there is a test in the Bible by which we can test ourselves. Es gibt in der Bibel eine Prüfung, die wir über uns ergehen lassen können, um zu sehen, ob wir in dieser Liebe stehen. Let's turn to 1 Corinthians. Wir schlagen 1. Korinther auf. And chapter 13. Und dort das 13. Kapitel. Verses 4 through 7 are a definition of love. Die Verse 4 bis 7 sind eine Definition der Liebe. Now we can use these verses as a proof for ourselves. Wir können diese Texte jetzt als einen Test für uns selbst gebrauchen. Do we have the love of God in our hearts? Haben wir die Liebe Gottes in unserem Herzen? Then we can look at these verses as if these verses were a mirror. Dann können wir in diese Verse hineinschauen, als ob sie einen Spiegel darstellten. Do we see ourselves in this mirror? Sehen wir uns dann selbst in diesem Spiegel? Now we're going to read through these verses. Wir werden diese Verse jetzt lesen. And as we read through, I'd like you to do something. Und wenn wir diese Verse lesen, dann möchte ich euch um etwas bitten. Do not read the word love. Lest nicht das Wort Liebe. Where you see that word, read your name instead. Wo du das Wort Liebe siehst, dort setze deinen eigenen Namen ein. And let's see how we match up to this definition. Und dann können wir sehen, ob wir dieser Definition gerecht werden. It says, love suffers long and is kind. Es heißt hier, die Liebe ist langmütig und freundlich. Love does not envy. Die Liebe eifert nicht. Love does not parade itself, is not puffed up. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Does not behave rudely. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Does not seek its own. Sie sucht nicht das Ihre. Is not provoked. Sie lässt sich nicht erbittern oder provozieren. Thinks no evil. Sie rechnet das Böse nicht zu, oder im Englischen heißt es, sie denkt nichts Böses. Does not rejoice in iniquity. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. But rejoices in the truth. Sie freut sich aber der Wahrheit. Bears all things. Sie verträgt alles. Believes all things. Sie glaubet alles. Hopes all things. Sie hofft alles. Endures all things. Sie duldet alles. What do you see when you look in the mirror of these verses? Was siehst du, wenn du in den Spiegel dieser Texte hineinschaust? Do you read a definition of yourself? Liest du dort deine eigene Definition? You know, I find this a very sobering experience every time I read these verses in such a way. Es ist für mich immer wieder eine sehr ernüchternde Erfahrung, wenn ich diese Texte auf diese Art und Weise lese. Because when I look at this, I don't see myself matching up. Denn wenn ich diese Texte lese, dann sehe ich, dass ich diesen Worten nicht gerecht werde. How can we match these verses? Wie können wir diesen Texten gerecht werden? If we go back to Luke chapter 18, wenn wir noch mal zurückgehen in Lukas 18, we read in verse 26, dann lesen wir dort in Vers 26, when the disciples saw the experience, what happened with the rich young ruler, als die Jünger die Erfahrung des reichen Jünglings beobachtet hatten, they said, who then can be saved? Dann sagten sie, wer kann denn selig werden? But there is an answer. Aber es gibt eine Antwort. Those things which are impossible with man are possible with God. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. That is why we need to be depending upon God totally all the time. Deshalb ist es nötig, dass wir Gott ganz vertrauen, immer vollständig. And then we find that through God it's possible for us to match up with these verses that we read in Corinthians. Und dann werden wir erfahren, dass es möglich ist, diesen Versen, die wir im Korintherbrief gelesen haben, diesen Versen gerecht zu werden. How do we have the love of God?
Wie haben wir die Liebe Gottes in uns? Romans chapter 5 and verse 5. Wir lesen in Römer 5, Vers 5. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Christ's righteousness imparted to us. Die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Now let's go back to Revelation chapter 3. Wir gehen jetzt nochmal in Offenbarung 3. The second part of verse 18. Und lesen dort den zweiten Teil des 18. Verses. I counsel you to buy from me white garments that you may be clothed. Ich rate dir, dass du von mir weiße Kleider kaufst, damit du gekleidet bist. Now what are the white garments? Was sind diese weißen Kleider? Let's turn to Revelation chapter 19. Wir schauen nach in Offenbarung 19. Reading verses 7 and 8. Und wir lesen dort Verse 7 und 8. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Okay, first question, who is the Lamb? Erste Frage, wer ist das Lamm? Jesus Christ. Jesus Christus. All right, next question. Nächste Frage. Who is his bride? Wer ist die Braut? The church. Die Gemeinde. Let's take that a step further. Who is the church? Wir nehmen es noch einen Schritt weiter. Wer ist die Gemeinde? Each individual. So can we say it's us? Können wir sagen, dass wir es sind? That we make up the church. Dass wir die Gemeinde sind. Now let's read the next verse. Wir lesen jetzt weiter im nächsten Vers. And to her, the wife, und ihr, der Braut, it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen represents the righteous acts of the saints. Ihr ward gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Now here is a very clear answer. Das ist eine sehr klare Antwort. The white clothing represents the righteous acts of the saints. Die weiße Kleidung sind die gerechten Taten der Heiligen. Where are the saints found? Wo werden die Gerechten gefunden? They're found in the church. In der Gemeinde. The members of the church are the saints. Die Glieder der Gemeinde sind die Heiligen. So the white linen is the righteous acts of the church members. Die schöne Leinwand sind die gerechten Taten der Glieder der Gemeinde. So a simple explanation. Das ist eine sehr einfache Erklärung. Now who of us here has righteous acts? Und jetzt fragen wir uns, wer hat denn von uns gerechte Taten hier von uns? Isn't it strange? Nobody is saying it's me, it's me. Und ist es nicht komisch, dass jetzt nicht alle sagen ich? Perhaps you're thinking of another verse in Romans chapter 3. Vielleicht ist dir gerade ein anderer Text aus Römer 3 eingefallen. Verses 10 through 12. Dort die Verse 10 bis 12. Where it says there are none that are righteous, no, not one. Dort heißt es, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Now this brings in a slight problem. Das stellt uns jetzt vor ein Problem. If the white raiment is our righteous acts and there are none who are righteous, wenn die weiße Kleidung die gerechten Taten sind und auf der anderen Seite keiner von uns diese Taten hat, we have to look a little bit deeper into the explanation. Dann müssen wir noch etwas tiefer in der Erklärung nachschauen. Isaiah 61 and verse 10. Jesaja 61 Vers 10. It says, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God.
Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. For he has clothed me with the garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. Denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. You see, he has clothed me with the garments of salvation. Er hat mich angezogen mit den Kleidern des Heils. It's the righteousness of Christ. Es ist die Gerechtigkeit Christi. It's not our righteousness. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. The righteous acts of the saints, die gerechten Taten der Heiligen, is the righteousness imparted to them from Christ. Ist die Gerechtigkeit, die ihnen von Christus zugerechnet wird. And how do we abide in Christ? Und wie bleiben wir in Christus? John chapter 15 and verse 10. In Johannes 15 Vers 10 lesen wir: If you keep my commandments, so ihr meine Gebote haltet, you will abide in my love, so bleibet ihr in meiner Liebe. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. So if we're keeping the commandments of God, wenn wir die Gebote Gottes halten, then we will be abiding in his love. Dann werden wir in seiner Liebe bleiben. The righteousness of Christ will be imparted to us through his Holy Spirit. Die Gerechtigkeit Christi wird uns durch seinen Geist zugerechnet werden. And we will have the white raiment to wear. Wir werden das weiße Kleid anhaben. And so what is the nakedness that we're trying to cover up? Was ist also diese Nacktheit, die wir zu bedecken versuchen? The nakedness is our acts. Die Nacktheit, das sind unsere Taten. When we depend upon ourselves. Wenn wir uns auf uns selbst verlassen. It's the difference between salvation by works and salvation by faith. Es ist der Unterschied der Errettung durch Werke oder der Errettung durch den Glauben. And once we recognize that we ourselves are not righteous, und wenn wir einmal begriffen haben, dass wir nicht gerecht sind, then we have nowhere else to turn for that righteousness but to turn to Christ. Dann können wir uns nirgendwo anders hinwenden als nur zu Christus für diese Gerechtigkeit. Now let's go back to Revelation 3:18 again. Wir blättern nochmal zurück nach Offenbarung 3 Vers 18. And now we're going to look at the eye salve. Jetzt werden wir uns die Augensalbe anschauen. I remember when I first read this verse. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal diesen Vers las. And I read that I need to anoint my eyes. Las ich, dass ich meine Augen salben musste. I thought, why my eyes? Dachte ich, warum meine Augen? I mean, it's all of me that's unrighteous. Ich dachte, ich bin doch ganz ungerecht, ich brauche die Salbe überall. Shouldn't I anoint my whole body? Sollte ich nicht meinen ganzen Körper mit der Salbe bestreichen? And then I turned to Matthew chapter 6. Dann wandte ich mich an den Vers in Matthäus 6 and read verses 22 and 23. Und ich las dort die Verse 22 und 23. Here it says, the lamp of the body is the eye. Es heißt hier, das Auge ist des Leibes Licht. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Wenn dein Auge gut ist, heißt es im Englischen, dann wird dein ganzer Leib Licht sein oder voller Licht sein. But if your eye is bad, wenn aber dein Auge schlecht ist, your whole body will be full of darkness. Dann wird dein ganzer Leib voller Finsternis sein. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann diese Finsternis sein? I need to be able to see clearly. Ich habe es nötig, ganz deutlich zu sehen.
I need to have some eye salve on my eyes. Ich habe Augensalbe für meine Augen nötig. Okay, what is the eye salve? Was ist nun diese Augensalbe? Is this something I go to the chemist and buy? Do I just anoint my eyes? Ist es etwas, was ich in der Apotheke kaufen kann, um dann anzuwenden an meinen Augen? Turn with me to Psalm 19. Wir lesen im Psalm 19. No, I don't know exactly how you work the verses. It should be, for me, it's verse 8. 8, and it can be either. So it's either going to be 8. I think it's verse 8 with you as well. So I'll read it and you can follow. Psalm 19, verse 8. Psalm 19, Vers 8. It says, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Und dann heißt es im Englischen, das Zeugnis des Herrn ist gewiss und erleuchtet die Augen. It is the commandments of God. Das ist Vers 9, Vers richtig. 9? Uh-huh. Yes. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Okay. So it's the commandments of God which enlighten the eyes. Sind also die Gebote Gottes, die die Augen erleuchten. This is the eye salve that we need. Das ist die Augensalbe, die wir nötig haben. Now let's take this a stage further. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. How am I going to know that my eyes have been enlightened? Wie kann ich jetzt wissen, ob meine Augen erleuchtet sind, ob meine Augen sehen? Or if I'm not righteous, how am I going to be able to discern the righteousness from the unrighteousness? Wenn ich nicht gerecht bin, wie kann ich dann den Unterschied zwischen gerecht und ungerecht machen? Let's look at John chapter 16 and verse 13. Wir lesen in Johannes 16, Vers 30. It says, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. In John 16:13. Johannes 16, Vers 13, Entschuldigung. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. It is the Holy Ghost that will teach us right from wrong. Der Heilige Geist wird es sein, der uns unterscheiden lehrt zwischen falsch und richtig. For example, let's look again in the first epistle of John. Wenn wir nochmal im 1. Johannes nachschauen. Chapter 2. Und dort im 2. Kapitel. In verse 27. Dort Vers 27. But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone should teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. Denn die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm. It's the anoint. Das ist 1. Johannes 2, Vers 27. It's the anointing of the Holy Spirit which is going to enlighten the eyes. Es ist die Salbung durch den Heiligen Geist, der die Augen erleuchtet. Let's put it another way. Oder wir sagen es nochmals anders. Ephesians chapter 1 and verse 18. Wir lesen es in Epheser 1, Vers 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. You see, it's a very simple principle. Es ist ein sehr einfaches Prinzip. The commandments of God are there to teach us right from wrong.
Die Gebote Gottes sind da, um uns zu belehren, was falsch und was richtig ist. And so we may use them as a kind of weight on a measuring balance. Und so können wir sie gebrauchen wie sozusagen Gewichtsteine auf einer Waage. Perhaps the commandments are even the balance themselves. Oder vielleicht stellen die Gebote Gottes überhaupt die Waage dar. Anything that we want to do, we may put on the balance of the Ten Commandments. Alles, was wir tun möchten, können wir einfach auf diese Waage der 10 Gebote legen. And we are then told either yes, this is good, you can do it, or no, this is bad, you should not do it. Und dann wird uns gesagt, entweder es ist gut, du kannst es tun, oder nein, es ist nicht gut, du kannst es nicht tun. But then I have a problem when I try to read the balance. Aber ich habe dann ein Problem mit dieser Waage. Because I am unrighteous. Ich nämlich bin ungerecht. My natural inclination is towards the bad. Meine natürliche Neigung ist zum Bösen. Oh, it's very simple to see that murder is way over on this side. Oh, es ist sehr einfach zu sehen, dass ein Mord ganz auf dieser Seite liegt. But when I get close to the middle, wenn ich aber mehr so gegen die Mitte rücke, my eyes are not good enough to see exactly where the balance goes. Und dann ist mein Erkenntnisvermögen nicht scharf genug, um zu sehen, ist es jetzt gut oder schlecht. This is where I need the Holy Spirit to enlighten my eyes. Das ist jetzt, wo ich den Heiligen Geist brauche, um meinem Auge Licht zu geben, meine Augen zu salben. Next problem. Das nächste Problem. How do I get the Holy Spirit? Wie bekomme ich den Heiligen Geist? Okay, let's go to Ezekiel chapter 36. Wir lesen in Ezekiel 36. Ezekiel 36. And we're looking at verse 27. Wir lesen dort in Vers 27. The Lord says, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. Gott sagt hier, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. So God will give us the Holy Spirit. Gott wird uns den Geist geben. But when will he give us the Holy Spirit? Wann wird er das tun? Let's go back to Acts chapter 2. Wir lesen die Antwort in Apostelgeschichte 2. Acts chapter 2 and verse 38. Dort Vers 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. When will I get the Holy Spirit? Wann werde ich den Heiligen Geist bekommen? When I repent. Wenn ich Buße tue. This is the one thing that I have to do. Das ist das, was ich tun muss. Christ will do everything else. Christus wird alles andere tun. But I need to do one thing first. Ich muss aber eines zuerst tun. I need to repent. Ich muss Buße tun. I need to say I do not want to follow this sinful life anymore. Ich muss sagen, ich möchte nicht mehr in diesem sündigen Leben leben. I want to change my life. Ich möchte mein Leben verändern. I want to be baptized for the remission of my sins. Ich möchte getauft werden, damit mir meine Sünden vergeben sind. And then I can receive the Holy Spirit. Und dann kann ich den Geist Gottes empfangen. And the Holy Spirit will guide me in all truth. Und der Heilige Geist wird mich in aller Wahrheit leiten. And as it guides me in all truth, I will keep the commandments of God. Und wenn er mich in alle Wahrheit führt, werde ich alle Gebote halten. And I will have the faith of Jesus. Und ich werde den Glauben Jesu haben. It's a very clear message which is put down here. Es ist eine sehr klare Botschaft, die uns hier gebracht wird. There is one word in this verse, Revelation 3:18, that we skipped over.
Es gibt ein Wort, das wir überschlagen haben beim Lesen in Offenbarung 3. It's a little bit like an advertisement, you might say. An advertisement. It's like an advertisement. Werbung. Eine Werbung. Gut. Es ist so eine Art wie eine Werbung. I've told you all the reasons why you should have the product that I'm selling. Ich habe euch alle die Gründe gesagt, warum ihr dieses Produkt, das ich verkaufe, weshalb ihr das kaufen sollt. Jesus says, I counsel you to buy from me. Jesus sagt, ich rate euch, dass ihr von mir kauft. What's the price? Was kostet es? Isaiah chapter 55. Wir lesen in Jesaja 55. Verse 1. Dort Vers 1. Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser, und die ihr nicht Geld habt, kommet her, kauft und esset. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. The price has already been paid. Der Preis wurde schon bezahlt. When Christ went to the cross, he paid the price. Als Christus zum Kreuz ging, bezahlte er den Preis. He paid it for you and he paid it for me. Er bezahlte diesen Preis für dich und für mich. And now he says, now come and buy these things without price. Und jetzt sagt er zu uns, kommt und kauft diese Dinge ohne Preis. It's here freely for you. Es ist hier, es kostet nichts. The only thing you have to do is to give up your sinful ways. Alles was du tun musst, ist aufzuhören mit deinen sündigen, auf deinen sündigen Wegen zu gehen. Give up death and accept life. Gib auf den Tod und nehme das Leben an. And sometimes this is an offer we have to understand very clearly. Dies ist ein Angebot, das wir ganz deutlich verstehen müssen. We have one choice in life. Wir haben eine Wahl in diesem Leben. We either choose death or we choose life. Wir wählen entweder den Tod oder das Leben. And so Christ is like, if I can put it this way, a spiritual door-to-door salesman. Und wenn ich das mal so ausdrücken darf, Christus ist ein Händler, der von Tür zu Tür geht. He's ein Verkäufer. He's passing from the doors of our hearts. Er geht von einer Herzenstür zur anderen. Revelation chapter 3 and verse 20. Offenbarung 3 und dort Vers 20. Behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and dine with him and he with me. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Today Jesus Christ is knocking on the doors of our hearts. Heute klopft Jesus an unseren Herzenstüren. He is offering three things. Und er bietet drei Dinge an. Gold. Gold. The faith. Den Glauben. Love. Die Liebe. Truth. Wahrheit. He's offering the white raiment. Er bietet das weiße Kleid an. The righteousness of Christ. Die Gerechtigkeit Christi. The purity of heart. And motive. Die Reinheit des Herzens und der Motive. He's offering the eye salve. Er bietet Augensalbe an. The word of God. Das Wort Gottes. Convicting of sin and giving us spiritual discernment. Das uns von Sünde überzeugt und gleichzeitig geistliches Unterscheidungsvermögen schenkt. Behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Can you hear Christ knocking on the door? Hörst du ihn, wie er klopft an der Tür? Will you open the door to him? Wirst du die Türe aufmachen für ihn? It says, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, and as I also overcame and sat down with my Father on his throne.
Das heißt dann im nächsten Vers, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Revelation chapter 22 and verse 14. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 14. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. I wish we had the time this morning to consider the glories of the New Jerusalem. Ich wünschte, wir hätten Zeit heute Morgen, um die Herrlichkeiten des neuen Jerusalems zu betrachten. To consider what God wanted us to be like. Um zu betrachten, wie sich Gott uns vorgestellt hat. To be able to go back in time and to look at the Garden of Eden. Um in der Zeit zurückzugehen und den Garten Eden anzuschauen. To see where and how God wanted us to live. Um zu sehen, wo Gott uns leben lassen wollte und wie er uns dort leben lassen wollte. Last night we began by looking at Adam and Eve in paradise. Gestern Abend fingen wir an damit, uns zu überlegen und zu sehen, wie Adam und Eva im Paradies lebten. This morning we're considering the idea of you and I in paradise. Heute Morgen betrachten wir die Idee, wie du und ich, wie wir ins Paradies kommen können. It is a real possibility for each one of us. Es ist eine wirkliche Möglichkeit, die jedem von uns offen steht. And all we have to do is to decide we want to be there. Und alles, was wir tun müssen, ist uns zu entscheiden, dort zu sein. To repent of our sins. Uns von Buße zu tun von unseren Sünden. When I consider the glories of the earth made new. Wenn ich an die Herrlichkeiten der Neuschöpfung denke, and then I consider what we have today. Und wenn ich dann mich umschaue und sehe, was heute um uns ist, is there a comparison? Gibt es einen Vergleich? Is there something which would keep you from the New Jerusalem? Gibt es dann irgendetwas, was dich zurückhalten würde vom neuen Jerusalem? I invite you this morning to consider your lives very carefully. Ich möchte euch einladen, eure Leben heute Morgen ganz genau zu betrachten. Consider the choices that you are making each day. Zu überlegen, welche Entscheidungen treffe ich jeden Tag. And consider what Jesus is offering. Und dann auf die Waagschale zu legen, was bietet Jesus mir an. May the Lord bless us. Möge der Herr uns segnen. Amen. Amen. Amen.